Yo, schönen guten Abend. Mein Name ist Rollis, Rollis am Platz und das ist der Wochenrückblick. Oh, straight aus den Auenstudios. Hier geht mein kleiner Riot mitten auf der Straße. Okay. Ich finde das cool, ich meine, dann kann ich bei dir zocken, ist ja super. Ja, dann laufen sie alle so ein bisschen auf der Theresienhöhe rum, gell? Weil da kennen wir doch. DMX, einfach einer der krassesten Typen ever. Wer den da draußen nicht kennt, Alter, sollte sich den auf jeden Fall reinziehen, Mann, weil das ist auf jeden Fall eine musikalische Lücke, wer das nicht weiß. Und auch wir haben den damals hart gefeiert, oder Flo? DMX, bester Mann, immer schon gewesen, krass. Also, der hat Banger rausgebracht und eigentlich auch eine ganze, wie soll man sagen, ein ganzes Jahrzehnt geprägt mit seinem epischen, fetten Sound. Hatte auch viele geile, nachdenkliche Lieder, aber vor allem diese Club-Banger haben es teilweise wirklich, ja, haben ihn eigentlich ausgemacht, Alter, den guten DMX. Deswegen rest in peace, definitiv. DMX kriegt von mir auf jeden Fall einen Haller, ist beste Mann und bleibt's für immer werden, auch wenn er jetzt da oben ist. Wie es immer so ist, das schade. In den Staaten geht es ja immer schnell mit dem ganzen Wahnsinn. Aber ja, ist wirklich sehr schade, dass der gute DMX uns verlassen hat, muss ich ehrlich sagen. Und da kommen die Gunshots. Fett, Alter. Mann für die krassen Bangers. DMX, Mann. Das Geile, was ich an den Lovestream-Jungs so gut finde, ist einfach, die supporten die Musiker. Es gibt jetzt momentan nicht viele Streaming-Leute oder auch irgendwelche Veranstalter, die früher Veranstaltungen gemacht haben, die jetzt streamen. Im Schlachthof gab es von den FCC-Jungs, von den Lovestream-Jungs gab es einen Elektro-Stream, möchte ich jetzt mal sagen. Und ja, fand ich eigentlich ganz cool, dass sie vor allem das im Schlachthof veranstalten. Das ist eine coole Location bei uns in Fürstenfeldbruck und ja, kann man nur supporten, ganz ehrlich. Jetzt hier die Nummern, die da liefen, waren mir ein bisschen hart. Wir hören auch nur kurz rein. Wirklich sehr schnelle Elektronummern, das ist wirklich was, wenn du in den Club gehst so. Aber trotzdem geil, dass die Freedom Child Community da Stuff zur Verfügung steht, beziehungsweise Streams zur Verfügung stellt. Und es läuft ja ganz cool. Jetzt hat eben hier im Schlachthof Fürstenfeldbruck einen Stream rausgehauen. Hier jetzt ist der Hausherr am Start. Den haben sie released, glaube ich, vor ein paar Tagen. Aufgenommen haben sie es, glaube ich, vor 2 Wochen. Wir können ja mal kurz reinhören. Ziemlich krasser Elektro nach vorne. Let's go. Was hier so auch das Ding ist, so geile Visuals da im Hintergrund, wer es im Hintergrund sieht, richtig nice. Hier steht es auch von der Marlene Neumann, die haut die da raus, finde ich richtig geil hier, das ist die Totale, in der sieht man es echt super. Respekt, hat sich da echt was einfallen lassen und kommt natürlich bei Elektrosound immer richtig fett, wenn du Visuals am Start hast. Und die Marlene, ja, die hat's drauf, würde ich mal sagen. Deswegen cool, die Freedom Child Community haut's raus und das freut mich. Ich glaube, da gibt's demnächst dann definitiv auch mehr. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Bock haben auf, ja, auf mehr Stuff, mehr Streaming und ja, Support von mir auf jeden Fall. Deswegen Grüße gehen raus an die Freedom Child Community. Fett auf jeden Fall. Bitte weiter so, bitte mehr geilen Sound. Und mehr geilen Sound von coolen Leuten. Let's go. Ja, Mann, Vibes hat einen kleinen Release gemacht auf seinem YouTube-Channel. Der heißt Smoke. Und den ziehen wir uns rein. Der Vibes ist auch wieder hart am Mischen und Mastern, habe ich heute gesehen, von einer neuen Rookie-Nummer. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Freue ich mich auch drauf. Aber jetzt heute für euch auf jeden Fall die Nummer Smoke. Bin gespannt, was er da wieder rausgelassen hat. Wir haben uns ja letztens schon eine gute Elektronummer von ihm angehört. Der ist ja sehr, sehr breit aufgestellt, der gute Vibes. Was mir sehr taugt am Vibes, ist, dass er wirklich auch Sachen ausprobiert und versucht, ja, das merke ich auch bei diesen ganzen Rookie-Beats, für die Beats, die er für Rookie macht, dass die immer sehr experimentell sind und er einfach auch Sounds aussucht, die jetzt nicht jeder aussuchen würde. Und ich mag das eigentlich immer so, wenn es nicht so 0815 ist. Deswegen hier für euch jetzt Vibes mit Smoke. Kick it, boy! Oida. Aus dem tiefen Süden, München lässt grüßen. Let's go! Okay, fängt langsam an. Thank you.
Okay, sehr, sehr experimentell, vor allem sehr ruhige Nummer. Also, ja, cool, Mann, auf jeden Fall. Grüße, Basti, schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Noch eine Minute geht auf jeden Fall vom Vibes, weil die Nummer ist mir, ja, geht gut rein. Aber dann nochmal für mich einfach das Ding so, okay, jeder hat so seine Schiene, der eine macht das, der andere macht das, aber bei Vibes ist definitiv so, ich bin da total... Wie soll ich sagen, es taugt mir persönlich so, weil ich selber auch immer eigentlich diese Herangehensweise habe, dass wenn ich was mache, nicht jetzt genau eine Schiene machen möchte, sondern wahrscheinlich, weil ich jetzt nicht wirklich dick an irgendwas produzieren bin oder so, sondern weil ich einfach Bock habe, kreativ zu sein und irgendwie für mich selber auch viel dann mache, ist es meistens so, dass wirklich nicht, also wie soll ich sagen, es kommt was raus, was jetzt halt nicht irgendeine Schiene ist. Und das merke ich halt bei Vibes auch jetzt hier bei der Nummer. Es ist eine sehr ruhige Nummer. Ich würde schon sagen, dass man das Elektro auch nennen kann. Eine Art von Elektro wahrscheinlich, okay. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Nummer. Letztes Mal haben wir eine sehr hausige Nummer gehört. Heute diese Nummer finde ich cool. Danke, Vibes, für diesen coolen Beitrag. Fett auf jeden Fall. So, was mich jetzt interessieren würde, die gute Vibes-Nummer, sehr schön, danke Vibes auf jeden Fall. Gischfang mit Josef und wie heißt der gute Herr? Pass auf, da stand kurz, lass uns nochmal kurz. Papi Churro hat auch was beigesteuert. Ja Mann, wieder mal eine nice Beat-Nummer aus dem Hause Buzzerbuzz aka Josef aka Gischfang, nee nicht aka, sondern Gischfangs auf jeden Fall. Via heißt die Nummer, wir haben uns da letztens ja schon eine coole Nummer angehört und jetzt kommt wieder eine neue Nummer von Gischfang. Ich habe auch gesehen, durch die ein oder andere krasse Platzierung in einer guten Spotify-Playlist hat das gute Ding schon wieder über 10.000 Streams. Alter, sage ich da nur, was geht ab, Mann? Geht hart, aber so muss es auch definitiv sein. Ja, hier, für euch draußen, eine Nummer von den Gischfang-Jungs. Via heißt die, let's go! Chillig ist denn die Nummer bitte, Mann, fett. Ah, Moment mal kurz, habe ich da wieder Michi-Vocals gehört? Nice, Leute, hat das wieder was reingehauen. Ah, ehrlich, okay, fett, Basti. Richtig cool, Mann. Drums und Arrangement kommen vom Josef. Nice, richtig fett. Taugt mir ein paar Vocals vom, ja, Logo mit den Gischis zusammen auf jeden Fall. Und ein paar Vocals von Michi auch am Start, höre ich da raus, Alter. Solo, Mann. Wow, hey, fett, okay. Ist hart musikalisch, die Nummer, würde ich mal sagen. Oida. Also krass. Ja, was ist so Manu Chao? Das ist so ein bisschen, was soll ich sagen, so...
südamerikanisch so ein bisschen ankaucht. Nice. Aber geil, oder? So ein Sound in einer geilen Playlist, ein bisschen hier rauf und runter laufen lassen. Taugt mir richtig, Mann. Taugt mir richtig. Ja, richtig gut. Josef, was geht? Heute. Aus dem tiefen Süden, München lässt grüßen. Das ist eine bayerische Crew. Das ist auf jeden Fall eine bayerische Crew. Definitiv, hey. Die Gischfang-Jungs. Nice. Na, 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 oh yeah. Okay, nice Hände, nicer Anfang. Ja, alles nice auf jeden Fall. Gut, gute Nummer, Basti. Taugt mir richtig fett, Alter. Jetzt geht's erstmal zum ersten Video des heutigen Tages. Ich freue mich total. Ich habe mich, ehrlich gesagt, seit 2 Wochen freue ich mich schon drauf. Ich mache da schon irgendwie ein bisschen Welle so, weil ich, keine Ahnung, es ist halt Hood so. Ist halt Hood, Fürsten von Brooklyn ist halt Hood für mich. Und jeder, egal künstlerisch, egal was künstlerisch hier in Fürstenfeldbruck passiert, egal was es ist, sei es malen, sei es DJ, sei es rappen, sei es Instrument spielen, ich supporte jeden so hart und der Mann hat es so hart verdient, weil er einfach seit Wochen pusht, Alter. Er pusht seit Wochen und viele da draußen kennen ihn noch Morche und viele da draußen kennen ihn auch unter Munir84, Mann. Der gute Mann ist echt richtig fleißig und hat schon wieder den nächsten Release am Start, hey. Und der gute Munir84 mit dem Song Survival, produced by Saints Sinatra, kenne ich jetzt nicht den Dude auf jeden Fall, aber Munir hatten wir schon ein, zwei Mal in der Show, mit dem letzten Song war auf jeden Fall der Weißwein, den fand ich auch richtig geil. Grüße gehen raus an die Buchenau, in der Bucke geht immer einiges ab und der Mann rockt's momentan, hat einfach Bock auf Sachen rauszuhauen, vor allem auch mit Videos, da ist immer sein Kollege, habe ich ihm auch letztens geschrieben, muss ich mal kurz schauen, jetzt habe ich den Namen gerade nicht, genau, Motion Blur Design Atem. Die machen, ich weiß nicht, ob es ein Dude, der macht die Videos für ihn momentan auch immer richtig nice und auch zeitnah hauen sie die immer raus. Deswegen für euch heute auf jeden Fall Premiere hier bei mir im guten Wochenrückblick. Real Roll ist für euch, hat heute Munir84 aus der Buchenau, aka Fürstenfeldbruck. Grüße gehen raus. 84, sag ich nur. 84, was geht? Let's go, Haus raus, Mann. Survival, Mann. Für alle euch da draußen. Let's go. Kick it, boy. Oida. Aus dem tiefen Süden, München lässt grüßen. Hey! Zu viel ist geworden, wollen alles haben. Es geht um Survival. 8-4, meine Gegend, rollen, essen. Geil, okay, sorry, muss ich gleich mal Stopp drücken im ersten Refrain schon. Geil, diese Overlays, die sie reingemacht haben, auch wieder so auf Oldschool gemacht. Ich glaube, es ist insgesamt über ein Video so ein kleiner Oldschool-Blur drüber. Finde ich richtig cool, so ein Overlay taugt mir eh immer. Let's go, sorry. Martin Gott an meiner Seite. Wir feiern eine Party auf meiner Straße, komm, tanz mit. Leg das Handy zur Seite, no time für Romantik. Wie oft durfte ich mir schon an, du kannst nicht. Coupé gefahren, Geld gemacht, fuck, ich wär's 20. Ach, hier ist die Gegend, ihr habt alles Ah, easy, okay, jetzt seh ich's auch erst. Hier, Mix Mastering beim Daniel Teutsch, Daniel Teutsch, auch ein Dude, so den ich seit längerem folge, Gitarrenvirtuos, macht auch selber Beats und so, Mann. Richtig, Leute, bleibt alles in der Hood, Mann. Hood Life, sag ich dann nur, hä. Sag, wer hat mich supportet? Zu dem Rest komm ich ein andermal. Am Ende des Tages ist mir jeder Schwanz egal. Den Teufel, den habt ihr euch selbst an die Wand gemalt. Du hast deine Ticks, ich hab meine Ticks, man besser sei leise. Nice. Also ich habe mir vorhin schon die erste Strophe reingezogen. Ich habe jetzt, muss ehrlich sagen, ich bin immer so, ich halte mich immer ein bisschen zurück mit dem Vorher anschauen, damit ich so ein bisschen komplett unvoreingenommen reingehe. Aber hier auch schon, erste Strophe taugt mir schon. Vorhin dann auch zweite Strophe kurz mal reingehört. Noch ein Hype mehr. Geil, wie er die Texte setzt, geil, wie er sein Rap setzt. Taugt mir einfach, Alter. New School Style. Der Appetit, der vergeht dir, wenn du siehst, was ich alles erreiche. Es geht um Moneten. Wir wollen nur die Scheine. Und wenn es sein muss, ja, dann mach ich mein Geld auf eine andere Weise. Zu viel ist geworden, wollen alles haben. Es geht um Survival. 8-4, meine Gegend, rollen, essen.
vergessen. Martin Gott an meiner Seite. Zu viel Eskapaden wollen alles haben. Es geht um Survival. 8-4, meine Gegend. Rolle essen. Martin Gott an meiner Seite. Alter, wenn man auf dem Beat mal hört, so, ist schon eine verplante Nummer, Alter. Die Fläche, die da läuft, taugt mir, dass er den ausgesucht hat. Ein bisschen auch experimentell. Das ist genau das, was ich gemeint habe. So, man kann auch mal ein bisschen, muss nicht immer hier in den gleichen Schubladen graben. Deswegen, Munir, versucht was. Finde ich gut, Mann. Er schreibt mir auf Insta, fragt mich, was denn da los? Sitze entspannt mit den Jungs in der Stadt, genieß meiner Fagato. Reden von Lambo Diablo, doch kann ich mal Miete bezahlen. Maximilian Straße hoch und runter im Leasingwagen. Immer weiter, mach nie Stopp, gib Vollgas, wenn der Beat droppt. Bin hier, bin da, bin dort, bin überall. Bleib am Boden, doch flieg hoch, ich bin frei wie ein Pilot. Egal mit in der Spielo. Was Weed, was Kusch, was Drogen. Ja, der Scheiß macht ziellos. Ja, Mann, der Scheiß macht ziellos. Boah, Alter, genau so schaut's aus. Du hast deine Ticks, ich hab meine Ticks, man besser sei leise. Der Appetit, der vergeht dir, wenn du siehst, was ich alles erreiche. Es geht um Moneten, wir wollen nur die Scheine. Und wenn es sein muss, ja, dann mach ich mein Geld auf eine andere Weise. Zu viel Eskapaden wollen alles haben. Es geht um Survival. 8-4, meine Gegend. Rolle essen, Martin Gott an meiner Seite. Wird die Fläche da im Refrain lauter? Ist geil, also der Refrain ist schon mal, es hypt schon noch mal hoch auf jeden Fall. Zu viel Eskapaden wollen alles haben, es geht um Survival. 8-4, meine Gegend, Rolle essen, Martin Gott an meiner Seite. Komm, supportet den Kerl auf jeden Fall. Schaut vorbei auf YouTube, gebt ihm ein paar Klicks, Mann. Lasst ihm ein Abo da, euer gute Mann, Munir84, let's go. Ah, das war's schon. Ja, Mann, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Munir84 haut's auf jeden Fall, ist am Start. Munir84, der Mann, der raptechnisch in Fürstenfeld Brooklyn auf jeden Fall definitiv am meisten Steezys momentan am Start hat. Ich muss ehrlich sagen, okay, wobei man hat immer so zwei Seiten. So einmal haben wir hier die Zweigjungs Boom Bap am jeden Fall dick am Start auch. Aber für mich dann Munir84 für New School auf jeden Fall Munir am Start und ziemlich weit vorne. Deswegen bitte weiter, Mann. Haus raus, Mann. Weiter raushauen. Wird mir hart taugen. Wird mir wirklich hart taugen. Und cool, dass du immer bei uns in der Show am Start bist. Wir hören voneinander auf jeden Fall. Definitiv. Grüße. Ich lasse hier auch gleich mal einen Daumen hoch da. Buschbeier, zu wild. Let's go. Auch eine ziemlich verdrehte Nummer, muss man ganz ehrlich sagen. Also, man kann es so gar nicht beattechnisch so wirklich einordnen. Ich würde sagen, ja, so ein bisschen Dancehall, bisschen schon auch Rap, Trap, so alles so ein bisschen, also Hip-Hop, Trap, so ziemlich auch so ein bisschen so an der Seite liegende Nummer, nicht nur so hart Standard. Let's go. Zu wild vom Buschbeier. Buschbeier, was geht? Ach so, aber hier auch so ein bisschen Oldschool-Effekt übers Video, so mit so laufenden Laufstreifen im Bild, so und so. Nice auf jeden Fall, richtig nice. Es geht im Bild. Weiß nicht, was du hast, ich male nur ein Bild. Geiler Du. Zu wild. Als ich's erst, Alter, hat der da Sandling-Socken an, 089. Nice. Bushbeat, nice Socken, Alter. Nice, Alter. Buschbeier auf jeden Fall im neuen Video. Zu wild am Start, aber ist er auch wirklich wild am Start? Definitiv, Mann. Geile Buschbeat eh immer am Start, muss man ehrlich sagen. Und die Nummer ist dann doch eher Dancehall, nicht so wie ich am Anfang gesagt habe, Hip-Hop. Sie ist straight Dancehall, easy. Buschbeier, Irene. Harte Horns für ein Buschbeer auf jeden Fall. Gehen raus, Mann. Richtig cool. Buschbeier, Alter, wir verstehen uns und immer wieder geile Show, support your local rap act. Der Buschbeer, Alter, der lässt schon rollen auf jeden Fall. Das taugt mir. Und auch, was ich auch sagen muss, Buschbeer zieht auch immer coole Leute an den Start. Den guten Mighty C. Russ habe ich als nächstes. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn auf der einen oder anderen Jam nicht mal kennengelernt habe. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Also ich denke mal, sie haben so ein bisschen Reggae und auch Hip-Hop-Background. Die haben, beziehungsweise er mit seinem Kompagnon, der da heißt Crizzle,
und Seeraz haben und Keller Flavor zusammen haben eine, was soll man sagen, das ist eigentlich ein Album schon fast, also Album oder EP released, die da heißt C2, C2. Ich habe vorhin schon mal reingehört, es ist Boom Bap Style auf jeden Fall und sind coole Nummern dabei, sind wirklich coole Nummern dabei. Ich bin jetzt hier mit euch auf jeden Fall dafür. Lasst uns mal in eine Nummer reinhören, eine gute Nummer. Ich habe mir da die Chair-Nummer ausgesucht, weil die schon ziemlich nach vorne geht, weil der Beat auch ziemlich geil ist. Deswegen für euch jetzt Seeraz, Krizzle, Keller Flavor. Ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Falls nicht, schreibt mir einfach eine PM oder was auch immer und oder sprecht mir drauf und sagt einfach, ich bin ein Idiot und sprecht mir richtig drauf, dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Genau, für euch, let's go, Chair von den Jungs, let's go! Upe! Oida! Wow! Aus dem tiefen Süden, München lässt grüßen. Peace! Du fällst mich an ein Traum. Ja, ist beim Durchhören auch gehört, dass sie so echt mit vielen Samples spielen, so und auch verschiedene Moods in den einzelnen Beats mit reinbringen, was ja im New School-Ding gar nicht mehr so relevant ist, was ich total schade finde, dass teilweise einfach Beats komplett durchlaufen, ohne dass sich irgendwas ändert, außer dass in der Hook noch eine Spur oder so dazukommt. Ist manchmal auch geil, aber momentan ist das schon sehr alles sehr low. Aber hier auch guter alter Boom Bap und sie versuchen einfach in verschiedenen Moods zu spielen. Das taugt mir auch bei dem Beat hier sehr. Spiel mein Wort, das kriegt dich ins Exil. Kühl mich selbst zum Rap-Fossil. Spül dich weg mit Sex-Appeal. Verbrenne deine Drecksappeal. Nenne dich zum Wack-MC. Spül dich weg mit Sex-Appeal. Alles klar, Mann. Grüß. Okay, Refrain taugt mir hier. Zweite Teil des Refrain einfach mal hochgepitcht. Taugt mir, passt gut, geiles Sample. Was mich ein bisschen stört, muss ich ganz ehrlich sagen, ist alles sehr dumpf so. Es ist sehr dumpf gemischt, wenn ich mir das jetzt hier anhöre. Ja, okay, was sie versuchen auch schon wieder die Doppelreim-Punchlines zu bringen, oder? Das ist ja wirklich, jeder Satz ist irgendwie Aussage hoch 10. Nein. Aber man merkt schon wieder, die Jungs leben den Scheiß und die lieben den Scheiß. Ich kann mir das echt super vorstellen bei den Aufnahmesessions oder auch bei den Schreibsessions, was auch immer, dass sie einfach Bock haben, Rap zu machen. Richtig cool, Jungs. Taugt mir. Let's go. Um ist es niemals Expertise. Nennt uns DHL. Wir liefern trotz Krise. So sieht es aus, ja, ja. Nennt uns DHL. Wir liefern trotz Krise. Sehr gut. Ich ja immer drauf. Auch schon beim ersten Refrain. Dieses Hochpitchen von den Vocals. Nein. Was jetzt? Platte hängt. Okay, nice. So, das war nicht ich, Mann. Das ist in dem Song drin. Okay, fett. Grüße gehen raus an Krizzle und Seeraz, Keller Flavor, EP, aka die C2 EP. Zieht sie euch rein auf Spotify. Gibt's was Neues? Und von wem gibt's auch was Neues? Von einem guten Ray. Ja, Mann, ich freue mich. Wir hatten ihn ja letztens schon bei der Bully Session am Start. Jetzt hat er noch einen sozusagen Nachtrag. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich denke mal, dass sie es in einem aufgenommen haben und jetzt so nach und nach die Videos raushauen. Muss man Ray fragen. So wird es wahrscheinlich sein. Auf jeden Fall jetzt, die Woche hat er wieder ein Bully-Session-Video rausgehauen. Das ziehen wir uns rein, Alter. Und um so ein bisschen runterzukommen hier von dem ganzen, wie soll ich sagen, Alter. Heute geht's hart nach vorne die ganze Zeit, so soundtechnisch. Jetzt bringe ich euch mal ein bisschen runter mit dem guten Impala Ray Bully-Session. Neon Skies heißt der Song. Und ja, hier singt dann auch die Dame am Hackbrett, beziehungsweise wusste ich auch letztes Mal nicht, ob es ein Hackbrett ist, aber ich glaube schon, die Dame am Hackbrett singt zweite Stimme, taugt mir. Ziehen wir es uns rein, Impala Ray, Grüße gehen raus auf jeden Fall. Der gute Ray ist fleißig und freut sich schon auch, irgendwann mal wieder auftreten zu dürfen, ist doch klar, Mann. Oida. Ja, Mann, fett. Richtig gut, Impala Ray, Neon Skies. Next Song auf jeden Fall an Start von der Bully Session. Grüße gehen raus an Ray. Hoffe, dir geht's gut. Lass mal was hören, Mann. Bester Mann auf jeden Fall. Beim Granit ist der Raffro auch mit am Start. Rappt da seine geilen Parts und die Gishis haben den fetten Beat dazu produziert. Es hat Raffro seinen ersten eigenen YouTube-Kanal gestartet. Deswegen schaut auf jeden Fall mal vorbei. Seid einer von den ersten 10 Abonnenten. Da freut er sich definitiv. Und hat da hier sein erstes Video hochgeladen zu dem Song Nie Genug. Das ziehen wir uns rein. Definitiv, weil Support gebührt dem, der dem Support gebührt. Wie auch immer. Richtig gut. Raffro, grüße ihn raus auf jeden Fall. Raffro, Nie Genug. Let's go. Kicke Boy und wir sind wieder back im New School. Oida, oida. Kicke, kicke, kicke. Aus dem tiefen Süden, München lässt grüßen. Gib mir Kohle, gib mir Patte, gib mir Drogen, gib mir Flaschen, gib mir alles, Mann, ich krieg nie genug. Ich hab mich so auf euch verlassen, doch werd's ohne euch auch schaffen, bis auf nimmer Wiedersehen, Mann.
macht's gut. Gib mir Kohle, gib mir Platte, gib mir Drogen, gib mir Flaschen, gib mir alles, Mann, ich krieg nie genug. Ich hab mich so auf euch verlassen, doch der Zone euch auch schaffen, bis auf nimmer Wiedersehen, macht's gut. Ey, hey, tu mal vernünftig was rein, dann krieg ich noch 50 allein. Selbst wenn ich ein Genie wäre und du an meiner Lampe reibst, geh auf deine Wünsche nicht ein. Sag noch einmal. Ja, man, harte Eskalation auf jeden Fall wieder im Text. Let's go. Bitte, ich ficke dich und nehm dann deine Süße mit heim, weil ich noch nicht am Limit bin. Immerhin hält das Leben noch viel für mich bereit. Der Tod steht vor der Tür, ich glaub, dass er mich schon erwartet. Doch glaub, dass er sich seine Füße in den Arsch stellt. Ist auch so ein bisschen so Thema so momentan, merke ich auch letztens hier bei High Hoden Entertainment, hier bei den Releases von den Jungs, war auch viel immer mit Tod so Thema. Ja, vielleicht ist es auch echt was viele so in der Zeit jetzt gerade auch beschäftigt, kann ich auch total verstehen, so man, wenn man sich mehr mit sich selber beschäftigt, merkt man auch, dass jeder von uns hat einen Demon da draußen so und jeder muss sich mit dem einfach auseinandersetzen und hier wird halt viel auch musikalisch dann umgesetzt, hey, Raffro auf jeden Fall. Ich zieh noch eine Nase und trink noch eine Flasche, war noch einen Joint, das soll alles verblassen, was bringt Gefühle, wenn ich nur noch Hass kenn, bin viel zu müde, doch kann ich mehr schlafen. Erst beim Tod, früher noch nicht, hab erst genug Beine. Okay, kann erst schlafen beim Tod. Ja, oder der gute alte Spruch, ja Mann. Überdosis, erst beim Tod, früher noch nicht, hab erst genug bei einer Überdosis. Okay, der Text ist schon hart. Brudi, Brudi. Gib mir Kohle, gib mir Patte, gib mir Drogen, gib mir Flaschen, gib mir alles, Mann, ich krieg nie. Aber das ist genau das, was ich meine. Ich glaube, das wird auch in Zukunft mehr so die Entwicklung sein. Auch für die Jugend, euer, die wird mehr feiern, beziehungsweise kann ja nicht mehr feiern, also werden sie sich andersweitig feiern und trotzdem, ich meine, es hört ja nicht auf, dass man sich irgendwie das ganze Zeug irgendwie reinhaut. Ich glaube, das sind also dunkle Zeiten, Mann. Ich hab mich so auf euch verlassen, doch werd so ne euch auch schaffen, bis auf nimmer Wiedersehen, macht's gut. Aber was ich euch auf jeden Fall sagen kann da draußen, ich bin halt da raus, Mann. Der Roll ist heute immer schon raus gewesen, gell? Es ist halt so, Mann. Sorry, gell? Aber es heißt nicht, dass ich so einen Sound nicht auch feier, Mann. Gib mir Kohle, gib mir Platte, gib mir Drogen, gib mir Flaschen, gib mir alles, Mann, ich krieg nie genug. Ich hab mich so auf euch verlassen, doch werd so ne euch auch schaffen, bis auf nimmer Wiedersehen, macht's gut. Es ist auch vom Beat her, passt es auch zum Thema so mit diesen spooky hohen Stimmen, die da sind, das die Stimmen sind die. Soll ich tun, ich will nicht aufhören, aber immer wenn ich rausgehe, alle Augen sind auf mich. Hab zu viel geraucht, ja jeder Track endet mit Schaum vor dem Gesicht. Ich gehöre nicht zu deiner Gang, du gehörst dich mal richtig geschlagen. Ich bin der Bitches, mehr Weed, hab immer Appetit, als hätte ich nichts im Magen. Hab nicht geschlafen und das seit einer Woche nicht. Ich hab nein gesagt, aber hab sie dann doch gefickt. Du legst mir ne Bahn und ich rotz den Shit. Ich hab keine Wahl, denn mein Kopf zerbricht. Bald werde ich bezahlen für den Wahn vergangen. Es plagt mich seit Jahren, ich erinnere mich trotzdem nicht. Erst beim Tod, früher noch nicht. Hab erst genug bei einer Überdosis. Da fällt mir auch ein, so der Granit-Song war ja sehr lebensbewahrend, so beziehungsweise war ja sehr positiv so und da hat er auch, ich weiß auch, muss ich mich immer an diesen Insta-Text von ihm erinnern, an dem er wirklich, ja, sehr viel Positives reingeschrieben hat. Jetzt hier, der Song ist wieder so die andere Richtung, das heißt wieder, so viel kenne ich noch nicht vom Raffro, deswegen bin gespannt, was da noch kommt, definitiv. Erst beim Tod, früher noch nicht, hab erst genug bei einer Überdose. Gib mir Kohle, gib mir Potte, gib mir Drogen, gib mir Flaschen, gib mir alles, Mann, ich krieg nie genug. Ich hab mich so auf euch. Dieser eine Effekt ist geil, der kommt immer so, das ist so rund so und wie soll ich sagen, so ein bisschen Tiny Toon-mäßig, so rund und alles wobbert so ein bisschen. Der taugt mir, Mann. Verlassen, doch werd's ohne euch auch schaffen, bis auf nimmer Wiedersehen, macht's gut. Hier, den finde ich richtig geil, der taugt mir, Mann. Gib mir Kohle, gib mir Platte, gib mir Drogen, gib mir Flaschen, gib mir alles, Mann, ich krieg nie genug. Ich hab mich so auf euch verlassen, doch werd's ohne euch auch schaffen, bis auf nimmer Wiedersehen, macht's gut. Bye bye. Haha.
ich glaube, das ist ein cooler Dude. Grüße gehen raus an Raff Roman. Danke für den Beitrag, richtig cool. Video ist auch nice. Wirklich, das muss man immer sagen, in den Umständen entsprechend ist halt sowas möglich, so Greenscreen, mehr Greenscreen-Videos. Finde ich nice, man, taugt mir Raffro. Weitermachen und ja, supportet seinen YouTube-Kanal. Der wird sich auf jeden Fall freuen, Mann, wenn ihr ein bisschen Support und Liebe da lasst für den guten Raffro. Der gute nächste Mann, der am Start ist, ist Cavelli. Ich hatte ihn letztens über Ghostchat hat ein Video mit ihm gemacht. Der gute Mann Ghostchat rappt ja selber auch, ist aber auch ein Video-Virtuose, macht viele Videos für Leute wie auch Flade Liquid und andere Rap-Leute da draußen. Und ja, genau, Cavelli hat einen Song rausgebracht mit Dom Dago, heißt der. Den ziehen wir uns rein, Mann. Gibt's natürlich überall auf allen Plattformen. Und SBG heißt der andere Dudi. Hier ist auch wieder, wir sind wirklich back im Trap und harten Rap. Deswegen für euch aufs Gesicht, nein, Cavelli, Dom Dago und SBG für den Fame, Mann. Alle, wir machen es für den Fame, für den Fame, let's go! Kick it, boys! Yeah, yeah. Sowas taugt mir immer und dann den Drop. Oida. Geht rein, Mann. Let's go. Kick den Beat. Tiefen Süden, München lässt grüßen. Wow. Can I touch it? Fett. Also, ich bin schon irgendwie langsam Drill-Fan, muss ich sagen. So, ich muss mir, glaube ich, ein bisschen mehr Drill noch reinziehen. Taugt mir immer mehr. Ich muss ehrlich sagen, da ist Feuer am Start, Mann. Nice, Leute. Grüße gehen raus, Cavelli. Amstizay läuft bei dir. Auf jeden Fall läuft, Mann. So muss es sein. Und bei den anderen zwei Dudis auch. Den guten Mann habe ich gefunden. Beziehungsweise, ich habe ihn nicht gefunden, sondern, wie soll ich sagen, ich habe mir vorhin so ein bisschen so deine Story angeschaut und habe dann auch mal so überlegt, woher ich sein Gesicht beziehungsweise ihn kenne. Ich habe den schon bei so vielen Veranstaltungen gesehen, den guten Herr. Wirklich, in München schon sehr oft über den Weg gelaufen, jetzt auch nie persönlich kennengelernt. Weiß aber, dass er auch ein Rapper ist und habe ihn, glaube ich, auch schon ein oder andere Mal wirklich bei irgendwelchen Freestyle-Sessions oder Jams auf der Bühne gesehen. Und jetzt hat er hier einen Song released und ich freue mich, dass ich ihn heute das erste Mal in der Show habe. Der gute Mann heißt Jason Saint, ja, Mann. Und ja, er hat einen Song rausgebracht, der da heißt Noten im Bauch. Und zieht ihn euch rein, ich will das jetzt auch nicht so viel reininterpretieren. Ist ein cooler Song, ist ein cooler Song, ist ein ruhiger Song, passt auch ganz gut so in die Zeit. Noten im Bauch von Jason Saint, sehr, sehr, sehr nice. Und Grüße auf jeden Fall. Wir sind uns schon über den Weg gelaufen, da bin ich mir so sicher, Mann. Wie auch immer er es um mich steht, weiß, wenn ich von meiner Seite weicht, Ideen kommen, Ideen gehen. Sie ist mit mir nicht immer leicht, ey. Wie auch immer es um mich steht, weiß, wenn ich von meiner Seite weicht, Ideen kommen, Ideen gehen. Sie ist mit mir nicht immer leicht. Ja, man sieht ihn hier auch im Bild, ein kleines Bild gibt's hier von ihm, so mag ich ja immer dann doch irgendwie so ein Bild auch zum Rapper haben. Oh, die gab mir Kraft in tiefsten Krisen, egal wie schlimm, sie ist geblieben. In der Zeit hab ich viel geschrieben, Schreibblockaden hat sie vertrieben, musste mich in sie verlieben. Sie ist mir immer treu, ja zu sagen hab's nie bereut. Mehr Magie als Secret und Roy, alles gleich, aber manchmal fühlt sich zusammen wie neu. Gib mir mein Herz zurück, ey, bewusst auseinanderbrich. Je mehr du bleibst, ey, hab Noten im Bauch, dich aus meiner Seele schreib. Ich denk mal, das ist eine Herzensangelegenheit beim Jason Saint. Das ist ein Herzenssong, Mann. Ja, Mann. Ich auf meiner Seele schreien. Taugt mir hier auch dieses Gitarrensample, was da durchläuft, sehr eingängig. Je mehr du bleibst. Je mehr du steht, weiß, wenn ich von meiner Seite weicht, Ideen kommen, Ideen gehen, sie ist mit mir nicht immer leicht.
ich meine, Musik ist halt einfach Musik, von der wir hier die ganze Zeit sprechen. Musik ist einfach eine geile Methode, sich selbst irgendwie, wie soll ich sagen, auszudrücken oder sich selbst auch besser kennenzulernen. So, und deswegen taugt mir das immer so, solche Leute zu hören, beziehungsweise Leute, die nicht von 1000 Leuten beeinflusst sind und den 1000 Leute helfen irgendwie beim Sound machen und keine Ahnung, wo du einfach merkst, da ist eine Maschinerie dahinter, sondern solche Leute habe hier in der Show, wo ich einfach merke, da ist Liebe, das ist Liebe, das ist das, was sie lieben das, was sie machen, und das ist hier einfach bestes Beispiel. Jason Saint, Alter, das ist wirklich, es kommt aus dem Herzen raus. Immer leicht, ey, wie auch immer Herzen steht, weiß, wenn ich von meiner Seite weicht, Ideen kommen, Ideen gehen. Jetzt mit mir nicht immer leicht, immer leicht. Kopfhörer sind mein Schutz, in U-Bahn oder Bus. Bin in meiner Welt, vergiss den Kummer, vergiss den Frust. Liebevoll wie ein sanfter Kuss, zeig mir schöne Dinge, weg mit dem Schmutz. Ab Noten in den Baum, die ja meiner Seele schreien. Wie auch immer es um mich steht, weiß, wenn ich von meiner Seite weicht. Fand ich wieder geil, ich bin wieder so ein Typ, der so verplante Sachen total feiert. Hier jetzt der C-Part oder wie man nennen will, den letzten Part jetzt hier, hört total verplant auf, aber wie es dann in den Refrain wieder reingeht, taugt mir. Seite weicht, Ideen kommen, Ideen gehen, sie jetzt mit mir nicht immer leicht, ey. Wie auch immer es um mich steht, weiß, wenn ich von meiner Seite weicht, Ideen kommen, Ideen gehen. Sie ist mit mir nicht immer leicht, immer leicht. Oida, oida. Aus dem tiefen Süden, München lässt grüßen. Ja, meine Seele scheint. Richtig schön. Ja, Mann, das ist doch ein schöner Abschluss für die Show, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Jason Saint, was geht? Insane, auf jeden Fall. Nice, Mann. Taugt mir richtig gut. Grüße gehen raus an Jason Saint. Danke für den Beitrag.